sind die Julie. Und wir nehmen euch jetzt die vier Tage mit auf ein bisschen andere Transalp, und zwar mit unseren E-Bikes. Mhm. Und wir fahren jetzt von heute, vom schönen Degans her, es ist noch offen. Wir nehmen euch da mit. Ja, sau geil war's. Ganz schön lang, langer Tag, aber sau schön. Also der Trail runter an Aachensee war einfach brutal. Ja, war cool, richtig, ne? Schön. Und dann siehst du auf einmal den Aachensee so vor dir kämen, und das ist einfach ein landschaftlicher Traum. Ja. Ja. Lang war es gestern auf die Nacht, spät angekommen, war schon dunkel. Es hat doch schon Herbst. Aber ja, war cool, hat richtig gut gepasst, ja. Heute starten wir eben von der Weidner Hitten Richtung Geismjoch, das ist da hinten oben, Richtung Zillertal runter, und dann fahren wir über das Duxer Joch, über den Brenner ins Pfirtschertal. Langer Tag. Langer Tag, aber nicht so lang wie gestern. Coole Trails auch. Und das hört sich sehr gut an. Landschaftsmäßig extrem cool. Ja.
So, guten Morgen. Wir sind jetzt gerade im Fitschertal, Tag 3. Gestern war wieder ein richtig feiner Tag, aber auch anstrengend. Wieder langer Tag, sind im Dunkeln eigentlich hier angekommen, aber ja, haben wir einiges geschafft. Ein paar Höhenmeter in die Beinchen. Beinchen sind dementsprechend schwer, aber richtig schön. Ja, wo geht's denn heute, Isabine? Heute fahren wir vom Fitschertal, wie Julie gesagt hat, übers Punder Joch Richtung Brixen. Da erwarten wir auch wieder ein cooler Trail bis nach Brixen rein. Und dann in Brixen werden wir ein bisschen Bikepark fahren gehen an der Blose. Und dann werden wir wahrscheinlich um Mittag herum das Wetter checken, oder? Weil es sollte ja Schnee kommen am Sonntag. Und dann werden wir schauen, was wir, ob wir weiterfahren oder ob eine Planänderung zustande kommt. Ja, hallo. Was ist denn? Ganz schön viel Schnee war drum und ja, war anstrengend. Ein bisschen was schirmen müssen, aber es war trotzdem cool. Ja, jetzt der letzte Teil Fall. War auch noch mal geil. Das war sicher ein sau cooler Trail. Also wie zu sechs sind wir gerade am Bahnhof in Brixen. Leider war es weder nicht so ganz auf unserer Seite, was aber absehbar war. Ja, es drängt hier drunten und es schneit rum und unsere Route für heute, glaube ich, war dann wieder recht durch den Schnee gewesen. Ja, wir hätten wieder Seise räumen müssen und gestern war schon ziemlich auf dem Funderer Joch, war schon viel Schnee und heute hat es schon auf 1300 circa runtergeschnieben. Deshalb werden wir wahrscheinlich, oder müssen wir leider unsere Transalpen da abbrechen und fahren jetzt mit dem Zug zurück nach Innsbruck und dann weiter.